Hallo, hallo, bist wieder zurück. Hi. Ja. Was hast du gespielt beim Turnier in Karlsruhe? Ich habe Draco gespielt und ich habe den zweiten Platz belegt. Und ich habe jetzt auch mal vor, meinen Deck euch zu präsentieren. Alles klar, okay. Okay, ich habe ganz standardgemäß Dracos gespielt und drei Amano Ivato. Okay. Dazu gibt es nicht viel zu sagen. Dann zu den Spells halt 6-mal die Abfahren. Ja. Dann die Standard Traco Spells. Mhm. Ja. Halt dann Draw Power. Ich habe nur ein Desires gespielt, weil ich es hasse, den Toten zu sehen, und zudem verbanne ich sehr zu viele Monster davon und ich mag die Karte an sich nicht, aber du brauchst halt irgendwie doch die Draw Power und habe ich dazu entschieden, einfach einzuspielen, und da habe ich auch mehr Platz für andere Karten. Awesome, okay. Da habe ich auch eine sehr interessante Karte gespielt, Forbidden Chalice. Wie gut kam die in dem Event? Die war sehr, sehr, sehr gut. Also was ich dabei herausgefunden habe, ist in Kombination mit Amano Ivato, dass du einfach Chalice auf deinen eigenen Amano Ivato machen kannst. Dann in der Endphase machst du den Effekt von Amano Ivato, dass er auf die Hand gibt, der ist annulliert, und dann löst sich danach Chalice auf und dann hast du sozusagen einen Inspector-Border auf dem Feld. Krass. Das hilft in sehr vielen Matchups. Natürlich ist es auch ein Masterpiece out im Mirror-Match. Ah, okay. Dann können wir auch gleich zu den Fallen, haben wir halt die Draco Traps. Ich habe drei Anti-Spells gespielt. Das fand ich zu viel, meiner Meinung nach. Ich werde auf jeden Fall in Zukunft einen cutten, denke ich mal. Alles klar. Und ich habe mich auch dazu entschieden, keine Erupt zu spielen und dafür Rivalität der Kriegsherren. Mhm. Ich dachte, die ist viel besser gegen Exo Lightsworn und natürlich auch, wenn man Zecke geht, ist die besser als andere Sachen. Dann spiel ich noch ein Skill Drain und eine Blue Order. Alles klar, das sind 40 Karten, richtig? Ja, genau, 40. Okay. Kommen wir zum Side-Deck. Dann habe ich fürs Mirror Mage habe ich drei Raphions gespielt und zwei Evilies. Und natürlich auch noch dann noch zwei Cyclones. Okay. Und wenn wir schon dabei sind, spielen wir auch noch zwei Ogre und natürlich zwei Elche. Also das ist mein komplettes Side fürs Mirror Mage. Boah. Also natürlich kann ich auch die Handraps und Cyclones gegen andere Decks siden und auch die Raphions und Evilies gegen Decks wie Paleos oder sonstiges. Was boardest du in der Regel raus, wenn du Set? Ich boarde alle Floodgates raus, Anti-Spells, Rivalitäten und so. Und dann versuche ich sozusagen das Spiel mit Karten, die sozusagen das große Plus vom Gegner zu verhindern oder wieder zurückzuholen. Alles klar, okay. Und da hatte ich halt auch noch Angst vor Pendulum FDK. Da habe ich halt drei Cherries gespielt mit Extra Deck. Die sind halt super gut, weil du kannst 200 Cherry Targets spielen. Ja, ja. Und ja, ist eine gute Handtrap. Und als 15. Karte ein Rakugel-Modus. Die kam ziemlich random und auch ziemlich schlecht. Und ich werde die auch in Zukunft rausnehmen. Alles klar, okay. Dann kommen wir zum Extra-Deck. Das fast eigentlich nur aus Jerry Targets besteht. Habe ich einen Electromite gespielt, einen Double Helix, einen Borrowlord. Borrowlord werde ich rausnehmen, weil ich denke, ich werde niemals Cherry im Midgame werfen, wo der Borrowlord gut kommen könnte. Deswegen denke ich, dass dieser Platz unverdient ist, und dann vielleicht, keine Ahnung, ein Saruya oder sowas zu spielen. Okay. Das waren die Link-Cherry-Targets. Zu den Expertise habe ich einen Minerva gespielt, einen Utopia-Kaiser, einen Dekorsak und eine Giant Hand. Ich hab einmal auf Minerva Cherry geworfen, das war ziemlich lustig. Und dann natürlich auch ein Dante. Ich habe auch gegen Dante Cherry geworfen in mein Top-8-Spiel, und mein Gegner hat mir gesagt, dass er nur zwei Dantes spielt, und er hat auch nur zwei Dantes gespielt, und dann habe ich Cherry für nichts geworfen. Oh, okay. Zu Fusion spiele ich halt ein Gem, ein Seraphid, gut gegen Lightsworn, ein ABC Wasser Dragon und ein Mechaba. Ja, ja, die besten Karten halt, die man chillen kann. Ein Omega, ein Beelze, ein Essential Sky Dragon und ein Blood Mephis. Und den Blood Mephis habe ich sogar einmal gefroren. Ich habe meinen Gegner mit Ignis angegriffen, habe danach mit Heritage zwei Karten gezogen. Hab halt Doppel-Ogre gezogen, da habe ich gesagt, ja okay, ich normal jetzt den Ogre und baue einen Blood Mephis, um den Gegner noch mehr zu burnen, der Gegner just set by face. Lustigerweise kam das sogar dann vor Game. Mhm. Ja, das war's im Grunde genommen. Ich glaube, die Frage, die sich jeder stellen wird, wieso hast du 6 Preiskarten gespielt? Naja, erstens, ich hatte die Option, mir alle Karten zusammenzuholen und also zusammen zu leihen. Und natürlich ist es halt auch cool, so lustig, keine Ahnung. Aus jedem möglichen Grund kann man halt das spielen. Okay. Und man braucht halt nicht 15 Cherry Targets im Deck. Alles klar, okay. Vielen Dank fürs Deck gefallen. Ich hab zu danken. Ja. Und das war's mit dem Video.